dem beschaulichen Hemmingen. Extrem viel Polizei hier ist für diese doch nicht allzu große Veranstaltung. Alle Ausgänge sind mit der Polizeiverstärkung aus Hannover besetzt. Ihr könnt das da drüben sehen. Auch da hinten an dem Ausgang befindet sich Polizei. Und hier drüben, hier unten steht auch ein Wannenfahrzeug. Und vorne vor dem Platz natürlich auch. Die Polizei hat bereits schon ihre Ansage gemacht, dass sie uns als Versammlung sehen. Und Masken werden kontrolliert. Das wurde ja schon angedroht. Der Herr Bürgermeister steht da hinten auch und guckt zu. Schauen wir doch mal, wie das hier so abgeht. Ja, es wird mit OBI-Verfahren gedroht. Ich frage mich ja, wie viele Richter der Staat da noch einstellen will, um diese OBI-Verfahren alle irgendwann mal durchzusetzen. Das ist nicht vertraulich, wenn mehrere Personen da sind und es sind mindestens zwei Beamte, drei Beamte da, zwei Personen. Kann nicht vertraulich sein. Vertrauliches Wort ist, wenn wir beide uns unterhalten. Sie wissen aber auch nicht, ob die Dame das möchte. Ne? Und da müssen Sie aufpassen, das sage ich Ihnen. Es sind Versammlungsteilnehmer. Richtig. Versammlung ist eine öffentliche Veranstaltung. Ja, aber wenn Sie die Dame filmen, das ist ja, ich habe nicht, Sie ja. Ihr Einverständnis geben, ne? Das ist ja bei uns was anderes. Oh ja. Ja, man wird probiert, in seiner Pressearbeit einzuschüchtern. Es ist einfach nur lächerlich, was hier in Deutschland abgeht. Aber auch hier sieht man, man ist namentlich bekannt. Da steht man schon wieder in Reihe und Glied und wartet. Wir haben ja fast eine 1:1-Begleitung, ne? Ja. Es werden jetzt die ersten Kerzen aufgestellt. Ich muss dir nachher noch was erzählen. Ja, man kann heute quasi von einer 1:1 Begleitung ausgehen, wie die Dame schon sagte. Genauso viele Polizei wie Teilnehmer. Und wie gesagt, die Frage, die ich mir stelle, wer will diese ganzen OBI-Verfahren irgendwann mal kontrollieren oder durchführen, wenn dort Einspruch eingelegt wird, was ja immer ratsam ist beim OBI-Verfahren, muss sich ja ein deutsches Gericht damit beschäftigen. Und da frage ich mich dann, wie viele Richter will man denn dort dann dabei schaffen, die sich mit einer Ordnungswidrigkeit, als Beispiel ist ja falsch, Parken auch eine Ordnungswidrigkeit, die sich dann damit beschäftigen wollen.
Ich werde jetzt gleich noch mal probieren, die Stummschaltefunktion auszuprobieren. Falls jemand im Chat ist, kann er mir ja mal sagen, ob das Mikro dann stumm ist oder nicht. Und es sollte jetzt aus sein. Ja, da sind wir wieder. Ich schilder euch mal, was gerade so passiert ist. Ich stand mit einem Herrn, der eine Maske trug, zusammen. Wir hatten einen entsprechenden Abstand. Es kamen zwei Polizisten an, weil dem Herrn beim Reden die Maske runtergerutscht war, unter die Nasenspitze. Und der bekommt jetzt eine Ordnungswidrigkeit. Er hat sich entschuldigt, hat die Maske gleich hochgesetzt. Aber die Polizei meint Maskenverstoß. Wir haben jetzt hier noch mehr Polizei, die angerückt ist. Wir haben jetzt also definitiv hier einen Plus von schätzungsweise hier auf dem Rathausplatz alleine von 10 bis 15 Polizisten mehr als Teilnehmer. Das ist einfach nur noch lächerlich. Das zeigt aber natürlich, dass der Staat extreme Angst hat. Angst vor einer friedlichen Kerze, vor friedlichen Menschen. Und ich darf das filmen, ne? Polizeiliche Maßnahmen sind öffentlich und dürfen gefilmt werden. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin Pressevertreter. Deshalb, weil ich jetzt eine rauche und die Maske nicht aufhabe. Genau, weil sie die Maske nicht aufhaben. Gut. Ich mach die eben aus. Ja, genau. Bleiben Sie auch mit mir. Ja, dann geht er noch mit. Oh ja, ich laufe weg. Nein, ich mache meine Zigarette aus. Das wird mir verraten. Und haben wir noch die Möglichkeit, dazu schriftlich Stellung zu nehmen. Haben wir soweit verstanden? Ja.
Das hat man halt von selbst, oder das landet im Papierkorb. Aber das brauche ich Ihnen ja hier nicht alles klar. Ja, auch hier wird man wieder feststellen müssen, dass der Staat erstmal noch hunderte Richter einstellen muss, die die ganzen OBI-Verfahren hier abarbeiten und letztendlich in die Tonne schmeißen. Man sieht, der Rathausplatz ist leer. Ich denke, die Leute werden sich jetzt irgendwo anders organisieren und dann noch schön durch Hemming spazieren gehen. Das könnte dann wieder zu sportlichen Einlagen führen. Ja, dann werden wir uns auch mal bewegen. Alles für die Müllpfanne. Da freue ich mich schon drauf, dass ich alles vorlegen kann. Vor allen Dingen, nächste Woche ist hier keiner. Da wird sich irgendwo anders getroffen. Hemming hat schöne Ortsteile. Das sieht so aus, als ob man da drüben spazieren geht. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen schneller gehen. Hi. Ja, Entschuldigung.
Man sieht das wieder eindeutig. Es ist die hannoversche Polizei, die wieder Stress macht. Wer den Livestream letzte Woche verfolgt hat, hat gesehen, wie ruhig und harmonisch sowas ablaufen kann. Fahren Sie mit zwei Banden hinterher. Die sind nicht mehr ganz dicht. Mutter, haben Sie eine Ovi gegeben. Wieso? Ich bin noch im Stream. Ich beende aber mal kurz. Ich gehe mal kurz raus aus dem Stream. Hier ist nämlich nichts mehr los. Das wäre die Möglichkeit? Ja.